Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und man sieht es bereits, die Ashlands sind da! Und das bedeutet eine ganze Menge neuer Stuff. Ich habe auch hier schon, ne? New Biome, Ashlands, weiß ich, Weapons, New Armor Sets. Ah, New Armor Sets. Da sehen wir auch schon, dass wir drei weitere Dinger bei unserer Rüstkammer bauen müssen. Aber wir sind... Es ist endlich da und wir können jetzt endlich in die Ashlands. Ich würde sagen, ich starte direkt und wir laufen direkt mal hin, oder? Vielleicht nochmal kurz vorbereiten, aber ich glaube, das geht ganz schnell, weil wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Aber ich würde sagen, wir jumpen erstmal rein. So, da sind wir. Ich bin angekommen. Und ich dachte eigentlich, hier fliegen jetzt direkt 1000 neue Items rein. Deswegen dachte ich mir, ich starte mal direkt im Hauptmenü. Ich warte mal kurz, bis wir gut ausgeruht sind. Normalerweise mache ich das ja immer vorher, bevor ich die Aufnahme starte. So, aber da ist es auch schon ready. So, und ich bin richtig aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, ich habe so Bock drauf. Aber lass erst mal gucken, oder? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten und dann... Was gucken wir denn als erstes? Am liebsten würde ich eigentlich hier direkt unseren Froststab schon mal upgraden. Dafür müssten wir das hier erstmal neu machen. Aber es sind keine neuen Items reingekommen. Warte mal, wenn ich vielleicht irgendein Item... Ich nehme einfach das hier ins Inventar. Ja! Knochenstapel und Stroh? Knochenstapel? Bauen? Schwerer Bau? Ah, die haben das jetzt separiert. Holz und Stein bzw. Metallkonstruktion. Ah, das finde ich gar nicht schlecht. Schön übersichtlich jetzt. Aber was war das denn hier mit Stroh? Das ist bestimmt bei Verschiedenes, ne? Warte mal, was war da? Steinhaufen? Hat's da Marmorhaufen? Knochenstapel? Aha, das kann man jetzt stapeln. Gut. Und was war das noch? Stroh? Bestimmt bei Bauen, oder? Strohdach? Nee. Verschiedenes. Eigentlich will ich jetzt gar nicht damit die Zeit vertrödeln, sondern direkt in die neuen Lands, aber... Hä, wo ist denn hier Stroh? Keine Ahnung, Möbel vielleicht? Da! Stroh. Gerste und Flachs. Ah, das ist ja geil. Für so Hühner und so Viechers. Einmal Flachs und einmal Gerste. Aha, interessant, gut. Stimmt, wir können gucken, was der Queen Drop jetzt ist. Hier. Huch. Majestätischer Panzer. Der Wille ihrer Majestät war fest und unbeugsam. Aber dieses Stück Panzer vielleicht sogar noch mehr, weil das sollte uns doch was Neues geben. Ja. Handwerkspresse. Handwerkspresse? Warte mal. Weil da würde ich dann doch tatsächlich mal kurz ein wenig reindippen. Gucken, was es Neues gibt. Ich habe mich natürlich jetzt nicht groß spoilern lassen. Schwarzer Marmor. Oh, müssen wir mal mich hochbringen, wa? Aber warte mal, ich pack mal, ich nehme mal nur 5 mit. Genau die, die wir brauchen. Und 5 Bronze. Und ich glaube, ich lasse außerdem mal 2 hier. So. Und dann holen wir mal 5 Bronze und bauen diese komische Presse. Eine Presse also? Hä? Habe ich nicht mitgerechnet. Mal gucken. So, ich baue die einfach mal hier irgendwo hin, wa? Oh, rot. Kann ich die hier nicht hinbauen? Warum nicht? Wir sind in der Nähe einer geeigneten Handwerksstation. Ach, das ist die... Das ist ein Upgrade vom Handwerksdingens. Jetzt verstehe ich. Warte mal. Ach so. Stimmt, die ganzen Verbesserungen müssen wir ja auch noch bauen. Oh Mann. Ich baue das jetzt erstmal hier hin. Weil... Keramikplatte. Hier, Keramikplatte. Egal, wie heiß die Platte wird, die andere Seite bleibt seltsam kühl. Hä? Was craften wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Komm, das probieren wir direkt mal aus. Keine Ahnung, was hier abgeht. Keramikplatte. Stelle ich mir einfach mal her. Mal gucken. Zack. Neues Schiff. Neues Schiff, ne. Da. Der Drakkar. Langschiff. Oh, das ist ja noch größer. Was ist das für ein Monsterschiff? Alles klar. Warte mal kurz. Dann
gehe ich nochmal kurz nach oben zu unserer Schiffskiste, weil dann 30 Keramikplatten, 60 Edelholz, 25 Ekstasierholz. Warte mal kurz. 60 Edelholz, dann nehme ich das hier mal mit und das hier. Die hier brauchen wir ja. Und außerdem 20 Edelholz, 25 Ekstasierholz. Warte mal, erstmal hier das Sumpfholz weg. Und die Felle weg. Dann 20 Edelholz. 20 Stück. Und, was war das noch? Achso, 25 Yggdrasilholz hier. So. Ja, und 30 Keramikplatten. Ja gut, mache ich einfach mal. Tatsächlich auch ein ganzer Stack voll. Und wir machen aus einem Marmor eine Keramikplatte. Interessant. Alter, vor allem übelst das Riesenschiff. Will ich eigentlich am liebsten direkt ein bisschen mit rumschippern. Aber eigentlich wollte ich erstmal hier den Froststab upgraden. Aber dafür brauchen wir ja die... Ja, ne, die wäre angezeigt worden. Die nächste Verbesserung. Ja, hier sind nur noch die beiden. Ich wette, wir brauchen Items aus den Aschenlanden. Und ich bin ganz ehrlich... Ich will da jetzt hin. Also, ich würde sagen, wir packen jetzt unsere 7 Sachen und let's go, oder nicht? So, warte mal. Das hier kommt hier hin und das dahin. Und das muss auch noch rein. So. Sehr gut. Und dann, das mit dem Schiff machen wir aber später, ne? Oh, ich will noch mal kurz gucken. Warte mal. Also, ich versuche das mal irgendwo hinzubauen. Wenn ich zum Beispiel sage Schiff... Ach ja, ich muss es ja irgendwo auf den Boden machen, damit ich halt irgendwie es sozusagen platziere. Da sieht man, wie groß es ist. Und das andere ist... Ohohoho. Alter, das ist ja eine Titanic. Na, das ist ja winzig im Vergleich. Das ist ja voll die Arche. Okay. Hä, vor allem, das sieht so richtig groß aus, als ob man auch unter Deck könnte, ne? Obwohl... Ja, da nicht wirklich. Aber hier sieht's aus, als ob es genug Platz unter Deck hätte. Gut, aber ich lasse mich die ganze Zeit ablenken. Nicht lang schnacken, würde ich sagen. Wir bereiten alles vor, so. Und außerdem Tränke, jede Menge. So und so. Und Frost, Feuertrank natürlich auch. Ich mach mal so und nehme den ganzen Stack mit. Die Kapuze hat sich geändert. Die sieht jetzt anders aus. Ein Zauberer erkennt man an den Augen. Erst angetragen, Kutten. Sieht die auch anders aus? Ja, ne? Die hat jetzt so eine Brosche unten dran. Die hatte die vorher doch nicht, oder? Oder ist mir die vorher nur nie aufgefallen? Doch, die Kapuze sieht jetzt anders aus. Glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das Icon hier anders aus. Aber gut. Ich würde sagen, wir reparieren mal alles. So. Achso, hier ist repariert. Der Hammer. Und die Stäbe. So, und außerdem nehmen wir uns ein Portal mit. Ach, wir sollten uns außerdem alle mal hinter die Kiemen werfen. Und ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht unsere Heldenfähigkeit, also Bossfähigkeit, ändern. Aber ich glaube, wir bleiben bei Aktyr. Weil ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht mal so unpraktisch. Ich nehme das Portal mit, weil unser Reiseportal ist ja Gott sei Dank gerade nicht in Use. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Aschenlande bereisen. Aber erstmal gehen wir zu den Aschenlanden, zu den alten Gebieten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht... Oh, stimmt. Ich hoffe, das Gebiet, was wir schon erkundet haben, hat sich jetzt nicht verändert. Es sieht auf jeden Fall anders aus. Oh oh. Ich glaube, ich hau mir mal einen Feuertrank rein. Und mach mein Energieschild an. Ach, warte mal, wie spät es ist. Ja, wir haben es doch Vormittag. So, ich mache jetzt. Huch! Oh! Die Kugel ist deutlich größer jetzt. Hm? Warum? Weil wir Blutmagie so hoch geskillt haben, wird jetzt die Kugel dann größer oder wie? Oder ist sie immer so groß? Keine Ahnung. Wie auch immer. Aschenlande, let's go. Nein!
Oh oh, die Aschenlande haben sich verändert. Huch, was geht denn hier ab? Das müsste einkrachen, ne? Kann das mal bitte einkrachen? Ich bringe Nachrichten. Ah, da sind schon Feinde. Huch, er schwimmt in Lava. Vorsicht, Mugin. Hugin oder Munin? Hugin. Du hast die Aschenlande entdeckt. Den heißesten Ort in der 10. Welt. Hier kocht das Wasser ohne Kessel. Und alles, was brennbar ist, braucht nur einen Funken, um in Flammen aufzugehen. Pass auf dich auf. Ja, das werde ich. Ah, sehr gut. Die Sachen sind eingekracht. Gott sei Dank sind wir nicht unterirdisch irgendwo gespawnt. Oh, oh. Ah, ah, ich habe Angst. Ich werde direkt beballert. Oh, oh. Verkohlter Zucken da. Ich baue ganz schnell das Portal hier wieder hin. Was? Oh, ich dachte gerade. Verkohlter Knochen. Okay. Aber warte mal. Portal. Und Asche. Gut. Oh, direkt einer mit Stern. Oh, 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 oh. Ich weiche einfach mal aus. Und baller mit Frost drauf. Das scheint gut zu funktionieren. So, hier lang. So. Zucken da. Oh. Es regnet Asche. Und wir haben verkohlten Knochen. Mhm. Ja, shit. Warte mal, ist das überhaupt connected? Nee, ne? Doch, ist es. Asche ist auch richtig. Ich lasse das dann hier mal zurück. Dann ist das unser... Ich wollte eigentlich hier ein Safe-Portal haben und dann gehen wir irgendwo in neu erkundete Aschenlande. Was sind das denn für Viecher? Der kommt näher. Asksvin. Oh oh, oh oh. Okay, okay. Asquin Haut. Asquin Trophäe. Asquin Blase. Huch! Brustpanzer. Hose von Embla. Asquin Haut. Mhm. Kapuze. Asquin Teppich. Ja, Teppiche sind Wayne. 9 Entsperrungen im Nachrichtenprotokoll. Stimmt, wir können das ja immer hier nachgucken, ne? Theoretisch, aber. Ich sollte hier weggehen, ne? Vom Portal weggehen. Damit das schön da in Ruhe stehen bleiben kann. Ich gehe mal hier lang und lock die hier weg. Ich will nicht durch die Lava. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir durch die Lava gehen. Oh, hier ist Gras. Ah! Feinde überall! Was ist das denn? Oh, die explodieren. So, einen nach dem anderen platt machen. Die Sotlinge kennen wir ja bereits. Ich hau mir mal einen Trank rein. Weil vor dem Krieger hier habe ich nämlich Angst. Und der da ballert die ganze Zeit auf mich ein. Das mag ich nicht. Und tschüss. So. Oh shit, Alter, was geht denn hier ab? Ich probiere mal Feuerball, ne? Aber ich glaube, die sind bestimmt immun. Nee, sind sie nicht, aber es macht deutlich weniger Damage. So, der ist schon mal weg. Ah, sind hier viele Feinde! Ja, ich laufe einfach um Baller. Oh, oh. So. So. Lauf, 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 lauf. Energieschild. Hui! Oh shit, schon gestorben. Das geht ja gut los, oh Mann. Ich hoffe, mein Portal ist nicht zerstört. Scheiße. Hier ist noch Aschenlande. Areal, da sieht man's. Übelst buggy. Ah, jetzt ändert sich, okay. Aber okay, wir sind also direkt gestorben. Das wäre mal nicht so gut. Ich hoffe, das Portal steht noch. Oh Mann.
Also ich habe jetzt gedacht eigentlich, dieses Gebiet, was wir dort entdeckt haben, ist sozusagen immer noch so, wie es vorher war. So habe ich zumindest gehofft. Aber ist es nicht. Tatsächlich hat sich das Gebiet auch geändert und wir haben jetzt keinen Safe Space sozusagen. Und die machen alle übertriebenst Damage. Ja gut, hier komm. Klamotte an. Sowieso sollte ich auch meine Kapuze aufhalten, glaube ich. Anstatt, dass ich auf die Krone wechsle. Weil das Licht brauchen wir ja gar nicht so dringend. Also nach unten. Sachen in Wanst gehauen. Met mitgenommen. Einen hier. Ja, hier die zwei so. Dann nehme ich nur noch einen. Und ich trinke außerdem einen Feuertrank. Ja, und dann gehen wir direkt zurück, wa? Und außerdem mache ich den mal hier hin. So. So, und ich muss echt die ganze Zeit ballern, ne? Die ganze Zeit ballern. Nur mit Frost. Ein Hit und sie zerstören mein Schild und einen zweiten Hit und sie zerstören mich. Gott sei Dank, das Portal ist noch da. Also würde ich sagen, hindurch. So. Ah, was geht denn hier ab? Was ist das denn da, dieses Fliegende? Bitte flieg nicht zu mir. Er fliegt zu mir. Was ist das? Keine Ahnung. Er fliegt doch nicht zu mir. Alter, der Krieger hat ja viel Life. Gott sei Dank sind die langsam. So. Oh, ich habe richtig Angst vor diesem fliegenden Vieh. Das macht mich doch sowas von platt. So. Du mach mal dein Explosionsdingens. Macht er, ne? Jetzt. Gut. Ich glaube, anders werde ich den auch nicht los, ne? Ich habe eben gerade mit Frost drauf geballert. Huch! Ah, Katapultladung, Schwefel. Katapultladung? Okay. Oh, der kann ja brennen. Hä? Er ist doch verkohlt. Wie kann er brennen? Gut. Aber da ist direkt unsere Leiche. Da sind wir ja richtig weit gekommen. Es geht ja gut los, ey. So, komm mal her, mein Freund. Und spreng dich mal in die Luft, bitte. Dankeschön. Und dann gehe ich nach dort. Da ist ein Surtling. Wow! Der hat uns eben gerade umgebracht, ne? Na, warte. Das schreit nach Rache. Huch! So viel zum Thema Rache. Oh. Alter, ist das hier gefährlich. Ich habe so eine Angst. Ich habe so eine Angst. Okay, ich würde aber sagen, wir bewegen uns hier mal vom Fleck, ne? Ein bisschen weiter erkunden. Aber erstmal holen wir uns natürlich unsere Sachen wieder. So. Ich tausche mal so, ist eigentlich völlig egal, aber einfach aus Prinzip. So, dann das hier hin. Das und das. Den Gürtel wieder anziehen. Die kommen hier hin. Das kommt so, das kommt hier hin. Oh Mann, viel zu viel Stuff. Ich glaube, ich werf mal... Haben sie das Portal zerstört? Ja, haben sie. Scheiße. Ich gehe zur Küste, ne? Da ist es sicherer. Ja, ich glaube, so mache ich das. Also, wir nehmen jetzt erstmal alles auf, was wir für ein Portal brauchen. Das, das, das. Das kann ich nicht mitnehmen. Das packe ich mal kurz hier rein und mache so. Dann baue ich da hinten unser Safe-Portal. Das muss ich sofort tun. Falls wir wieder sterben. Ich laufe mal hier hin. So. Und die werde ich los. So. Und so. Da kommen noch mehr, ne? Hm. Gut, dann 6.
So. Surtling weg. Und den Bogenschützen da hinten noch. So. Und jetzt mache ich hier schnell ein Portal hin. So. Verschiedenes Portal. So. Und das nenne ich Asche. So. Gut. Und dann kann ich nämlich hier schon mal Sachen vorschmeißen. Wie zum Beispiel das, 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 das. So. Das waren unsere Leihstäbe und unsere Leihklamotten. Ich gehe mal hier lang und hole den Rest auch noch rüber. Weil ansonsten traue ich mich nicht weiterzugehen. Aber irgendwie ist hier auch, ne, in dem alten Gebiet sind die ganzen neuen Sachen nicht gespawnt. Genau das hatte ich auch vermutet. Huch! Was gibt's denn hier für neue Viecher? Alter! Oh, Nachtmusik! Sollten wir eventuell mal gleich mal kurz zurückgehen, ne? Weißt du was, das mache ich auch. Und dann kann ich nämlich auch schon mal unsere Klamotten wegbringen. Ich beeile mich entsprechend. Weil ich will weiter. Ich will hier erkunden, ich will alles sehen. Sofort! Also, aufgesammelt. Was sich stacken lässt, nehmen wir mit und hindurch. Huch! Verbunden. Asche. Nicht verbunden. Warum ist Asche nicht verbunden? Aschenlande. Aschenland. Hä, es hieß doch Asche. Hä? Dann mache ich mal kurz weg. Und gehe halt durchs Reiseportal. Nicht verbunden. Ist das gerade Buggy? Wieso nicht verbunden? Asche. Habe ich hier irgendeinen Fehler gemacht? Hä? Entschuldigung, ich müsste mal ganz, ganz dringend nach Hause, bitte. Ich mach mal Licht an. Weil, das ist Buggy, ne? Nicht verbunden. Weil theoretisch, wenn ich das wegmache, ist es ja unser Reiseportal. Das müsste ja definitiv klappen. Aber das verbindet er auch nicht. Uch, ups. Ich reiße das nochmal ab. Und baue es nochmal neu. Warte mal. Das weg, das weg. Das weg, das weg. Dann her mit dem Stuff. Oh, jetzt nehme ich die ganze Zeit den Müll auf. So. Suddlingskerne, ups. So, jetzt aber. Und jetzt nochmal Asche. Jetzt ist er verbunden, Gott sei Dank. So, her damit. Und hindurch. So, und den ganzen neuen Loot schmeiße ich erstmal hier runter. Das sortieren wir alles später. Also das ist neu. Beziehungsweise eigentlich schmeiße ich alles runter. So. Außerdem die Rüstung. Da würde ich sagen, wir packen die... Ja, ich hatte eigentlich immer so. So. Und so, ne? Das ist die Hose. Ja. Gut. Und ich nehme mal die, die ein bisschen gedamaged ist. Weil dann kann ich die reparierte nämlich wegbringen. Das hier. Das ist eigentlich egal, welche von denen. Huch, was mache ich denn da? Nein! So, so und so. Gut, jetzt aber. Und das bringe ich nach oben. Beziehungsweise die anderen. Aber die schmeiße ich da jetzt erstmal hin. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu machen. Ich will nämlich weitermachen. So, das kommt hier hin. Und die kommen hier hin. Die muss ich noch reparieren. Außerdem Lootloch. Habe ich noch anderen Loot gesehen. Der kommt ebenfalls weg. Hier runter. Dann gegessen haben wir. Ich würde sagen, wir schmeißen uns kurz so eine Profe und gehen sofort wieder los. Und damit ich es nicht vergesse, wechsle ich jetzt schon mal zur Kapuze. Auch wenn es dann hier zwar ein bisschen dunkler ist, aber so sei es. Und ich würde sagen, gute Nacht. So,
guten Morgen und wir laufen direkt wieder runter. Ich habe so Bock drauf. Ich baller mir außerdem, glaube ich, mal den Feuermet rein, ne? Und ich glaube, da waren auch noch ein paar andere Sachen, die ich zurückgelassen habe. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal alles zusammen. Die Portalsachen habe ich ja theoretisch da noch rumfliegen, ne? Müsste ich. Ich glaube ja. So. Hier haben wir schon mal ein bisschen. Ich laufe mal hier hin, außer dem Energieschild. So. Und da hinten war unsere Leiche. Da ist wieder einer von diesen Slime-Blobs. Die kann ich echt nicht killen, ne? Auch nicht mit Feuerball. Doch. Weil gegen Frost sind sie, glaube ich, immun. Nee, doch nicht. Ich habe sie nur nicht getroffen. Droppen aber nix. Warum nicht? Ah doch, sie droppen was. Schwefel. Stimmt. Haben wir eben gerade schon eingesammelt. Okay. Schwefel. Ja, diese ganzen neuen Materialien, das gucken wir dann später durch, ne? Ah, alles geborgen. Sehr gut. Ja. Das ist alles Krempel. Hä, warum ist denn das Portal nicht dabei? Die Portalsachen. Sind die da nicht... Hä, bin ich bescheuert? Habe ich die jetzt weggeworfen? Ich bin echt durcheinander. Ehrlich gesagt. Aber gut. Warte mal, ich muss mich hier mal kurz um die Feinde kümmern. Ah gut. Er hat sich um sich selbst gekümmert. Und du stirbst. Piu. So. Hier ist Loot. Was passiert eigentlich, wenn ich hier drauf gehe? Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Wow. Vor der habe ich sowieso Angst. Du hast mich schon mal umgebracht. So. Oh-oh. Oh-oh. Bitte nicht nochmal umbringen. Hui. Alter. Vor dem habe ich Angst. Ah. Der ist schneller als ich, glaube ich. Ja, er macht immer so einen Jump nach vorne. Hui. Alles bringt mich hier um. Aber das kenne ich ja bereits von dem Game. So. Und so. Ja, aber warum habe ich denn jetzt die Portalsachen nicht dabei? Verdammt. Habe ich die jetzt weggeworfen? Bin ich bescheuert? Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Aber ich habe sowieso auch diesen Met hier zu viel. Ja gut, komm. Es tut mir leid. Ist jetzt vielleicht ein bisschen chaotisch, aber so sei es. So, ich laufe hier nochmal rüber. Tut mir leid. Das kommt alles hier rein. So. Und ich glaube echt, die Portalsachen habe ich weggeworfen, ne? Hätte ich nicht tun sollen. Und ich packe außerdem mal die hier in die Garderobe. Die brauchen wir gerade nicht. Da packe ich den hier hin. Und so. Außerdem den hier rein. Den hier hin. Und schon haben wir ein bisschen mehr Platz. Und ich glaube tatsächlich... Wo sind dann die Sachen von den vom Portal? Jetzt bin ich echt durcheinander. Aber völlig egal. Komm, ich nehme jetzt einfach neue Sachen raus. So. Und Surtlingskerne 2. Augen 10. So. Und Holz ebenfalls 10. Ganz unten da. Oder habe ich... Ich guck mal, habe ich die gerade schon connected? Das hätte ich vielleicht mal als erstes gucken sollen, aber ich glaube nicht. Deswegen konnte der vielleicht auch nicht connecten. Nee, ist nicht connected. Keine Ahnung. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber völlig egal. Wir gehen rein. So, kann ich jetzt endlich weiter marschieren? würde ich ganz gerne tatsächlich. Und zwar würde ich mal hier so hingehen, weil hier ist noch unerkundet. Also nach da. Und alles, was auf dem Weg, was uns auf dem Weg kreuzt, bringe ich um. Also den hier zum Beispiel. So. Und natürlich nehme ich immer den Loot mit. Oh, eine Trophäe direkt. Seine Beine. Okay. Warum auch immer die Scharfschützen-Trophäe seine Beine sind. Ich gehe mal hier lang. Was passiert eigentlich, wenn ich hier in dieser Lava rumlaufe? Sterbe ich dann instant? Ich habe Angst, es auszuprobieren.
Nein, nicht schon wieder! Na los, mach deinen Jump. Na los, mach deinen Jump. Ach, hat er gemacht. Oh, Alter, ist das hier mies. Da, jetzt hat er seinen Jump gemacht. So, nach hier oben. So. Ich hau mir außerdem mal sämtliche Nahrung rein, damit die Balken schön hoch sind. So. Ja, wir sind hier tatsächlich von Lava umschlossen. Soll ich einfach mal reingehen und gucken, was passiert? Wow! Ich glaube, das ist keine gute Idee, in Lava zu gehen. Nein! Das hat ja nicht so gut geklappt. Okay, also es ist völlig egal, ob wir Feuerimmuntrank haben. Völlig egal, ob wir ein Schild haben. Wir sind instant tot, wenn wir in Lava gehen. Aber ich bin ganz ehrlich, da habe ich schon halb mit gerechnet. Um ehrlich zu sein. Aber gut. Ja, also direkt das zweite Mal gestorben. Aber ganz ehrlich, da habe ich mit gerechnet, ne? Wir werden jetzt sehr oft sterben. Und das finde ich auch völlig okay. Ich weiß ja, dass das neue Gebiet wirklich hart sein soll. Und so sei es. Dann ist es eben hart. Und ich ziehe mir jetzt mal keine Klamotten an, sondern hoffe, dass ich da so hinlaufen kann. Und wenn wir unterwegs sterben, dann ist das halt so. Feuertrank. Ja, ich habe alles, was wir brauchen, ne? Ein Heiltrank zur Not. Hindurch. Und ich laufe direkt los. Ich hoffe, in der Mitte targetet mich keiner von beiden an. Los, 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 lauf, 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 lauf. Und Klamotten an. So. Kein Feind in der Nähe. Nee. Energieschild. So.